Guck mal, wo ich wieder gelandet bin. Hallo, mein Name ist Pascal und willkommen zu meinem zweiten Besuch hier bei Isla Genera Europe. Ich habe mir einfach gesagt, ich möchte hier wieder her und schaue, was nach einem halben Jahr hier so passiert ist. Denn eure Kommentare, eure Views bei YouTube zu dem ersten Video sind wirklich gigantisch. Es ist einer meiner meistgeklicktesten Videos und ich fühle mich manchmal wie ein Isla Genera Pressesprecher, denn ihr schickt wirklich viele Fragen, was ist das, wieso sind das so krasse Pflanzen, und das freut mich natürlich auch und ich nehme euch jetzt mal mit, gucken, was es hier so Schönes gibt und wir Hallo Erik! Hallo! Hallo da! Guten Morgen zusammen. Wir sind jetzt hier auf der letzten Raststätte kurz vor Isla Genera. Wir sind heute um 4 aufgestanden. Eigentlich wollten wir um 3 aufstehen. Haben aber gesagt, okay, wir schlafen ein bisschen länger und kommen dafür etwas später. Es ist jetzt kurz nach 8 und jetzt steht so die letzten 58 Minuten laut Navi an. Die Fahrt war wieder sehr wild, wir waren sehr, sehr müde und hier sind Leute, die gucken jetzt gerade, was ich hier so mache. Auf jeden Fall freue ich mich wirklich enorm auf dieses kleine Videotagebuch, denn diese Erlebnisse, es freut mich jedes Mal, es ist irgendwie schon komisch, dass mein zweiter Pflanzengartencenter-Besuch wieder Isla Genera geworden ist. Ich wollte eigentlich mal nochmal was anderes machen, aber kam immer nicht dazu, weil die Zeit einfach fehlte in den Gartencentern. Das ist meistens immer nur so durchhuschen und gucken. Jedenfalls freue ich mich, dass ihr wieder mit dabei seid und sage jetzt erstmal Tschüss und bis gleich. Ich stelle mal das jetzt so hin, dass ich das so tue, dass ich die Fahrradfahrer freilasse, aber trotzdem schon die erste Reihe so. Sie haben ihr Ziel erreicht. Eine sehr gehypte Pflanze und zwar ist das die Anthurium longissimi globum und die hat diese fast schon Königin oder beziehungsweise andere Arten haben das auch, diese Ohren, aber sie sieht ähnlich aus wie eine Alokasie, so ein ganz einfaches Blatt und wenn sie größer wird, dann ich schau mal, ob hier irgendwo noch eine zu finden ist, aber 9. Kriegt sie eben diese ganz, ganz langen Blätter und die liegt jetzt zum Beispiel bei 365 Euro. Deswegen, die ist total am Hypen, die ist auch relativ neu. Und hier zu meiner Rechten sieht man die Baby Anthurium Luxurians. Ich habe mir ein großes Modell bestellt, aber die hier, ihr seht, dass die jetzt ja gerade so ein bisschen silbrig ist. Das ist bei den jungen Blättern einfach so. Und erst wenn sie älter werden, kriegen sie eben diese sehr, sehr dunkle Farbe, diese fast schon schwarzen Blätter. Zeig mir, wie groß die ist. Lass mal deinen Kopf verschwinden. Ja. Die hat ja echt helle Blätter. Ja. Und zwar, okay, gut, das so. Die hat echt helle Blätter. Hallo, ich bin im Fernsehen! Oh, das ist doch YouTube! Ist YouTube!
Auf der weißen würde ich auch die tatsächliche nehmen, die hier. Ja, ich finde die hier schön eigentlich. Ja. Aber ich würde die. Sagen wir mal da alles. Bis auf den Rubrikentum, ja. Weil ich keine Ahnung habe, wie der aussieht und wo der ist. Na, guck dir mal das Ding hier an. Willkommen in der Fundgrube. Hier sind Pflanzen, die wenig bzw. gar keine Blätter haben. dafür sind die Pflanzen wirklich sehr, sehr günstig. Und wir schnökern mal, was es hier so gibt. Denn was hast du da zum Beispiel in der Hand? Hier habe ich eine Phokatum. Eine Phokatum? Hast du gegoogelt? Sieht wirklich schön aus. Ja, hast du? Okay. Kauf mir. Kaufen wir? Weil du sie schon hast. Nee, habe ich nicht. Ich kann mich schon an meine 160 Pflanzen erinnern, was ich zu Hause habe. Aber eine Phokatum, gut. Dann habe ich jetzt eine Phokatum. Okay, okay. Zumindest einen Stock. Na, was gibt's da? Ja, das ist mit einem puscheligen Stamm. Ich mag puschelige Stämme. Da hätten sie aber eine ganz kleine Süße hier von denen, wie du siehst. Ach ja, guck dir mal an, diese süße Forgetti. Ist die nicht Zucker? Ehrlich, immer ehrlich. Ich hatte eine. Mit der Oral-B. Mit der Oral-B Zahnwurfbefeuchter? Ja, der ist da, der könnte befeuchten. Wollen wir die eigentlich nicht wieder mit Pflanzen vollbauen? Ja, können wir machen, aber es sind halt wegen den elektronischen Geräten, das ist ein bisschen doof. Ah. Sonja? Ja? Was hast du da Schönes? Eine Anthurium Insigne. Wandert die in deinem Warenkorb? Der rote Stiel ist natürlich schon ziemlich geil. Ja, okay. Ich hatte das vorhin schon gesagt, dass diese roten Stiele natürlich ziemlich Eyecatcher sind. Ja, ne? Ja. Bleiben die Blätter so klein oder werden die größer? Weißt du das? Die werden, glaube ich, größer. Ja, das hat das gesehen. Tatsächlich auch so irgendwann. Okay. Das hier ist die wunderschöne Philodendron Verrucosum Amazon Sunset und die habe ich ja schon beim Unboxing gezeigt und hier sieht man nochmal eindeutig, warum sie Amazon Sunset heißt, dieses wirklich fast ja Bordeaux-rote Rot auf der Rückseite. Wunderschön, ich sehe auf Instagram jetzt mittlerweile wirklich so, so viele Verrucosen. Also es gibt ja ganz viele verschiedene Arten. Hier haben wir auch zum Beispiel, das ist auch noch eine Amazon Sunset. Schauen wir mal hier vorne. Das ist ebenfalls eine Amazon Sunset. Aber ich habe hier zum Beispiel, das müsste die Art Bosco sein, wenn ich mich nicht irre. Und es gibt so viele verschiedene Arten, also auch Arten, die Isuel Genera nicht verkauft. Und die unterscheiden sich alle zwar nur mal minimal, aber man sieht ja hier zum Beispiel, dass die Maserung gar nicht so stark ist im Vergleich zu der Amazon Sunset. Wirklich, wirklich wunderschön. Und so langsam komme ich auch auf den Trip. Jetzt halber, oder? 500? In diese große, ja. Ja, aber wie gut ich mich schätze. Doch, es ist schon heftig. Aber es ist einfach super, ne? Weil ja. Dieser fällt förmlich. Mhm. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Vor 2 Jahren war diese Pflanze unerreichbar. Das ist nämlich die Monstera obliqua Peru. Und jetzt steht sie hier einfach. Ja, in wirklich Massen kann man schon fast sagen. Sie erinnert ein wenig an die Aranzoni-Ei. Aber man muss natürlich hier sagen, dass die Löcher wesentlich größer sind und die Ränder sehr, sehr dünn und schmal. Man sieht das, glaube ich, hier auch eben diese Fenestrierung ist wirklich sehr, sehr stark und absolute Hype-Pflanze.
Na, Erik, wollen wir die mitnehmen? Die? Ja. Okay. Tata. Und das? Ach, und sieh eine an. Jetzt gibt's hier sogar eine Pink Princess. Mal gucken, haben wir hier eine? Oh, guckt euch mal. Dieses schöne Blatt an, da ist wirklich sehr viel Pink. Oh, hier zum Beispiel fast Halbmond. Oh, wirklich wunderschön. Hier noch eine andere Philodendron verrucosum Art, ist etwas leichter, also sie hat diese sehr, sehr feinen Venen im Gegensatz zur Amazon Sunset, wo die so ausbleichen, und hat dafür diesen sehr, sehr puscheligen Stamm, was ich immer so toll finde. Ach, das ist auch gar keine richtige Verrucosum, das ist eine Serpens X Verrucosum, das ist eine Kreuzung, und das erklärt auch, warum da dieser puschelige Stamm ist. Hier wieder ein Meer aus der Philodendron plumani, und dort hinten sieht man schon, dort findet man die Sodiroi. Wirklich sehr, sehr schön. Ebenfalls hier eine recht neue Sorte, und zwar ist das die Plumani Citrus genannt. Die ist eben nicht ganz so, ich glaube, hier im Vergleich sieht man das ganz gut, die hat wirklich dieses sehr, sehr dunkle Blatt und diese sehr, sehr starken Venen, verzweigten Venen. Hier ist es ähnlich wie bei einer Gloriosum oder eher einer Passazanum oder McDowell, dass die eben diese sehr, sehr runde Herzform hat und eben eine sehr, sehr helle grüne Farbe. Ich erinnere mich, dass ich euch diese Wand letztes Mal nämlich nicht gezeigt habe. Hier sind nämlich alle Pflanzen, die runterhängen, und wie zum Beispiel diese Philodendron Patriciae. Ja, Patriciae, wenn sie groß ist, hat sie wirklich ganz, ganz lange Blättern, ähnlich wie bei einer Anthurium Varroquanum. Wirklich sehr, sehr schön. Ich bin mal auf der Suche, hier sehe ich jetzt nur die Philodendron. Es gibt auf jeden Fall noch eine Wand mit den Anthurien. Da habe ich zum Beispiel auch noch eine auf der Wunschliste. Ich suche die mal. Ich habe die Wand mit den Anthurien gefunden, und zwar ist das eine Anthurium pallidiflorum. Und hier sieht man, wie extrem lang dieses Blatt ist. Es ist ziemlich, ziemlich cool. Ich bin noch am überlegen, ob eine mitkommt, weil eigentlich steht sie schon auf meiner Liste. Ich hatte schon irgendwie Bock drauf. Also das ist ja wirklich ein Blatt zum Verlieben. Das ist nämlich die El Chocorette, die mittlerweile umbenannt worden ist. Ich glaube, sie heißt hier immer noch El Chocorette. Ich schau mal nach. Verrucosum 5, ja, das wird hier so gelistet. Die heißt aber Rubri. Ich blende euch den Namen auf jeden Fall unten ein. Und die El Chocorette, wirklich wunderschön mit diesen samtigen Blättern, ähnlich wie bei der Verrucosum. Und auch wirklich wunderschön. Und hier auch sehr, sehr große Pflanzen. Also wirklich gigantisch. Und wenn wir ein bisschen weitergehen, dann kommen wir hier zu einer der Trendpflanzen letzten Jahres. Ich schaue mal, ob es korrekt ist. Genau, die Philodendron Lynami. Auch im Preis sehr, sehr stark gefallen, wenn man bedenkt, dass vor einem Jahr die noch bei über 100, 200, 300 Euro war. Ach, wie gerne ich diese Philodendron Luxurianz hätte. Ähnlich wie bei der Amazon Sunset. So wunderschön ausgeblichene Adern und so ein ganz dickes Blatt. Ich habe schon von vielen gehört, dass die sehr, sehr zickig sein soll. Also, dass sie wirklich eine sehr, sehr hohe Luftfeuchtigkeit benötigt. Jedoch hat mich eine Zuschauerin angeschrieben und meinte so, du, bei mir steht die bei 35% Luftfeuchtigkeit und die schiebt ein Blatt nach dem anderen. Deswegen ist das schon so ein bisschen witzig. Ich liebäugle aber schon lange mit dieser. Ich bin ja auch eigentlich, auch wenn ihr immer sehr, sehr viele Anthurien seht, ein Philodendron-Fan, weil sie doch in der Pflege recht simpel sind, würde ich mal behaupten.
Gemeinschaftskultur am Ende. Ja, Moment, ich gucke kurz die wahre Quanum und werde kurz feucht und dann bin ich kurz auf die Ach, du bist feucht, ja? Ich dachte, du bist schon feucht. Die ganze Zeit. Das geht ja, ich bin die ganze Zeit. Outtakes und so. Süß. So, ab zur Kasse würde ich sagen, nicht? So, das war's. Wir haben alles geschafft. Hinter mir steht so einiges. Da hinten zum Beispiel so eine Königin. Die ist aber nicht für mich, für eine Freundin. Und hier ist ein ganz, ganz großes Paket. Und was ich alles so mitgenommen habe, das seht ihr in meinem zweiten Video. Ne? Und ich hoffe, ihr hattet Spaß bei diesem kleinen Video. Und bis zum nächsten Mal.